Hi und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nein, ihr habt euch nicht verlesen, es gibt heute nämlich eine Rohtour zu meiner neuen Wohnung. Was heißt Roh? Ich hätte jetzt auch leerstehend sagen können, aber das hätte sich nicht auf Room oder Roh passt besser zu Roomtour als Leertour. Deswegen Rohtour. Wir machen die Wohnung auf, schauen kurz mal rein und genießen den Halt, der sich uns in den Weg stellt. Denn ihr hört auch schon hier, dass es extrem hallig ist. Das ist richtig krass. Also allein schon im Treppenhaus kriege ich auch die Tür mal auf. Hallo? Geht doch. Kommen Sie rein. Ja? Kommen Sie rein, machen Sie sich bequem. So. Ja, jetzt wird ein bisschen weniger Hall. Wobei, es halt immer noch wie Schwein. Aber gut, ja, wir sind hier gerade in der neuen Wohnung. Ich werde hier am 16. September diesen Jahres einziehen und werde euch heute schon mal so ein bisschen den Einblick gewähren, was das für eine Wohnung ist, wie die Raumaufteilung ist und generell, was euch in den nächsten Wochen und Monaten so an Real-Life-Scheiß erwarten wird. Im Spoiler-AD mit der neuen Wohnung werde ich hier auch wahrscheinlich, ich hoffe, ich heile nicht zu krass, mit der neuen Wohnung werdet ihr auch wahrscheinlich extrem viel Real-Life-Stuff von mir sehen. Nicht nur Let's Plays oder so, sondern auch mal hier so ein bisschen so Küchen-Action, dass ich irgendwas koche oder so, dass ich in die Küche gehe und da ein bisschen Stuff mache. Dass ich vielleicht mal so die eine oder andere YouTuberin, Beauty-Queen aufs Korn nehme und in meinem Zimmer irgendwelche Hauls oder was mache. Könnt ihr euch alles darunter vorstellen, also wird richtig viel kommen. Let's Plays, ja. Anderer Stuff ebenso. Wird euch erwarten. So, bevor wir jetzt hier im Hausflur so ein bisschen, oder im Wohnungsflur so ein bisschen rumkrakeln, würde ich nochmal sagen, gehen wir direkt mal ins erste Zimmer, das uns erwartet. Und das ist das Badezimmer. Jawohl. Ziemlich klein, was soll ich Ihnen sagen? Wir haben hier natürlich, ich muss dazu sagen, ich meine, ihr seht es ja auch wahrscheinlich schon, ist der Hall weg. Ja, geht. Also ihr seht schon, es ist ziemlich hallig, weil die Wohnung halt leer steht und besonders, ihr habt auch schon so einen Blick darauf geworfen und es sieht verdammt modern aus hier. Wir haben wirklich ein verdammt modernes Haus erwischt, wo wir einziehen werden. Also es ist wohl, wie ich gehört habe, so, dass nur das Dachgeschoss modernisiert worden ist. Also komplett saniert, komplett alles Mögliche ausgetauscht. Man sieht hier die wunderschönen Kacheln, man sieht den Anthrazitboden. Es sieht extrem modern aus und besonders auch hier, dass, wie man sehen kann, die Badewanne, die extremst klein ist. Ich kann mich aber gucken, ich lege mich mal rein. Da könnt ihr gleich mal sehen, wie viel Platz ich hier habe. Das ist, so, wartet mal kurz. Ich muss euch das irgendwie zeigen, aber es ist halt verdammt klein. Also die Badewanne ist das kleinste hier. Ihr könnt sehen, ich hoffe, es passt so, es ist drin. Ist drin? Good job? Okay, also ihr seht, es ist halt, ich lege mich hier hin und hänge halt so, es ist halt richtig klein. Das ist sehr schön, aber es gibt natürlich auch hier für mich als extremst Behinderten eine Halterung, an der ich mich hochziehen kann, um wieder aufzustehen, aber es ist halt. Es ist eine extremst kleine Badewanne. Ja. Gerade wenn ich dann mit einem Gast hier in der Badewanne ihr wisst Bescheid. Dann wird das sehr eng. Ansonsten haben wir hier noch das Klo auch komplett erneuert. Ich habe das schon mal soweit, wie ihr sehen könnt. Eingeweiht, also das Siegel, das wir hier noch so zum Teil sehen können, ist ab. Ich habe das Siegel entfernt, weil ich halt auf Klo musste. Ne? Was soll ich Ihnen sagen? Ne? Da gibt es nichts zu sagen. Und ansonsten das Bad. Fertig. Ja? Aber wirklich, ich habe so ein Glück gehabt, dass ich so eine richtig gut ausgestattete Wohnung bekomme. Also wirklich komplett modernisiert. Alles sieht richtig schön aus. Der Anthrazitboden ist richtig sexy.
Da kannst du nichts gegen sagen. Es ist eine richtig geile Wohnung und ich bin froh, diese Wohnung erwischt zu haben. Es ist übrigens eine Zwei-Zimmer-Wohnung, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ich habe es, glaube ich, nicht gesagt, deswegen, ihr wisst es jetzt. Ist es eine Zwei-Zimmer-Wohnung und das erste Zimmer schauen wir uns jetzt mal an. So. Das war direkt hier. Das ist das erste Zimmer. Vorneweg, ich möchte auch eigentlich das Zeigen der Fenster und so weiter vermeiden, damit mich die ein oder anderen Untermenschen nicht auf die Idee kommen. Damit die ein oder anderen Untermenschen nicht auf die Idee kommen, mich irgendwie zu stalken oder so. Deswegen. Ich habe das Gefühl, das ist eine Spinne am Fenster. Irgendwie so. Ich würde es euch ganz gern zeigen, aber. Dann seht ihr, wo ich mich aufhalte und das wäre nicht so geil. Aber generell, hier ist alles voll mit Spinnen. Vielleicht kann ich euch ja hier mal zeigen. Du Opfer, ich klatsche dich beim Umzug. Ja, das ist das Schlafzimmer. Ich habe das Gefühl, wenn die Tür offen ist, halt es weniger. Hallo? Gut, ich glaube, es macht einen Unterschied. Das Schlafzimmer. Unspektakulär ist fuck. Hier wird das Bett hinkommen. Ich hoffe, ich habe das Fenster hin. Es ist egal. Scheiße. Hier kommt das Bett hin. Hier wird sich das Bett so weit erstrecken an dieser Ecke. Damit Sie das auch sehen. Ansonsten, da ist der Stromkasten. Es gibt also diesmal keinen Assi-Nachbarn, der mir den Strom abstellen kann, weil. Wie man sehen kann, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges gezeigt. Sämtliche Stecker und sowas, ne? Sämtliche Sicherheitsstecker sind hier drin und nur ich kann sie öffnen oder schließen oder. Ja. Nur ich kann mir selbst den Strom abstellen. Ein Assi-Nachbar wird das nicht mehr hinbekommen. Geil. Gut, das dazu. Das ist das Schlafzimmer, relativ unspektakulär gesagt. Ich denke mal, dass hier so etwa auch der Schrank hinkommen wird. Ich denke, an der Wand wird das Schreibzimmer. Und ansonsten Rauchmelder. Geile Sau. Wie sieht das aus? Ja, das ist das Schlafzimmer gewesen. Ich hoffe, ihr habt euch einen ganz guten Eindruck gemacht. Jetzt geht es in die Küche. Vorsicht! Es halt. Ich hoffe, man kann mich überhaupt verstehen. Man kann überhaupt verstehen, was ich sage, weil es halt extremst krass. So, die Küche. Und die ist ziemlich groß. Was soll ich Ihnen sagen? Also wir haben hier wirklich eine sehr, sehr große Küche. Da sieht man direkt schon den Platz für die Küchenzeile. Hier wird Herd, Spülmaschine und Spüle hinkommen. Mit Kunststoff, weißes Glas. Ich dachte, das war das Kunststoff. Wir haben vorhin ein Clickbait. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas in der Wohnung gemacht, seitdem ich die Wohnung besichtigt habe. Keine Ahnung. Jedenfalls, hier kommt der Herd hin. Herdplatte, so wahrscheinlich. Spülmaschine, Spüle. Hier wird dann irgendwo der Esstisch hinkommen, von dem ich dann schmeißen werde. Hier dann irgendwo, hier, ich könnte mir vorstellen, hier den Kühlschrank hinzustellen. Dann irgendwo hier zwischen noch irgendwelche Schränke mit Besteckkasten und so. An der Wand wird noch einiges hinkommen. Das Lustige daran ist, ich glaube, wenn ich flüstere, bringt das gar nichts. Das halt immer noch wie Sau. Okay. Telefonanschluss. Zum einen. Ja. Also ich denke mal, hier wird das eine oder andere hinkommen. Ich könnte mir auch vorstellen, hier so ein Wandregal aufzusetzen, wo ich dann so Stuff hinpacken kann. Irgendwie so
Magie oder so. Magiewürze und Salz, Pfeffer, sonstige Sachen und exquisite Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Das wird so passieren. Die Küche ist, sag ich mal, die Küche ist geplant. Und ich weiß so ungefähr, was wohin kommt. Jetzt kommt das Arbeitszimmer, aka das Wohnzimmer, aka wir gucken mal. So. O. A. E. I. Ja. Okay. Reno und Sky hat den Hall kennengelernt. Geil. Ja, das Arbeitszimmer, meine Brutes. Ja, das Arbeitszimmer, in welchem man ganz klar erkennen kann. Hier natürlich wieder ein Fenster, das ich euch nicht zeigen werde. Ansonsten wie man sehen kann, größer als das Schlafzimmer, aber kleiner als die Küche. Denn die Küche, das ist so das Ding, die Küche ist viel größer als das Arbeitszimmer hier. Na, ihr seht, es ist zwar schon relativ groß, man kann ganz gut laufen und so, aber man kommt hier rein und sieht einfach, die Küche ist zu. Die Küche ist richtig krass groß. Wir haben wirklich eine sehr große Wohnküche. Und hier halt das Arbeitszimmer, in dem ich meine Let's Plays aufnehmen werde und meine generellen Videos aufnehmen werde. Soll heißen, hier wird der Schreibtisch hinkommen, denn wir sehen auch hier Satellit oder keine Ahnung, ich sag mal Satellit, ja, das ist Satellitenanschluss oder Kabelanschluss, hier weitere Telefonstecker, den ich nutzen werde, denn wenn hier der Schreibtisch hinkommt, wäre es ja auch ziemlich geil, wenn ich hier den Schreibtisch habe. Guck mal, ob unser Platz ja auch in Ordnung ist, weil das sieht schon ein bisschen schmal aus. Da war das dazu. Ja? Also hier quasi wahrscheinlich der Schreibtisch. Hier könnte ich mir vorstellen, das IKEA-Regal, das Brockhaus-Regal hinzupacken. Ansonsten, das wird schon passen. Ihr seht halt, da ich im Dachgeschoss wohne, gibt es hier in dieser Wohnung sehr viele Schrägen. Das ist halt bitter, weil so fällt halt relativ viel Fläche weg, in der ich auch etwas höhere Möbel hinstellen könnte. Das ist das Problem. Aber ansonsten ist die Wohnung extrem geil. Ich stehe auf diese Wohnung übertrieben. Hier haben wir so ein bisschen Leerraum, aber hier wird die Couch hinkommen für den Fall, dass mal Gäste vorbeikommen und wir zusammen irgendwie was zocken. Hier wird halt, wie gesagt, die Couch hinkommen. Daraufhin wird hier auch so der Tisch hinkommen, der Wohnzimmertisch, etwas schmalerer Holztisch, auf dem wir Control und sowas hinlegen. Da können wir quasi die Webcam von hier aus nach dort zeigen und können dann quasi etwas zusammenzocken. Das ist der grobe Plan. Ich muss gucken, wie ich das letztendlich alles mache. Also der Plan ist, dass hier der Schreibtisch hinkommt, dort die Couch, hier irgendwo das Brockhausregal. Wir müssen mal sehen. So. Das ist soweit auch schon alles von der Wohnung. Und um den Hall mal so ein bisschen zu reduzieren, weil es ist halt echt nicht normal, wie das hier halt, würde ich sagen, wäre es das auch für dieses Video.
bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wirklich nicht allzu krass geheilt. Ich werde es ja später in der Aufnahme sehen. Ich habe extra hier mein iPhone benutzt, um eine weitere Mikrofonaufnahme zu gewährleisten. Ob das Ganze hier denn, was soll ich Ihnen sagen, ob das hier überhaupt verständlich ist, was ich sage, oder ob ich, wenn es wirklich nicht verständlich ist, wenn man mich überhaupt nicht versteht, dann habe ich das ganze Video verkackt, weil da kann ich das auch nicht mehr, also, da kann ich das Video eigentlich wegschmeißen. Das wäre halt kacke. Aber das ist die Wohnung. Sieht größer aus, als sie eigentlich ist. Das ist eine 40 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer, was ich aber als Arbeitszimmer umfunktionieren werde, eine Küche, ein Bad, mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe sogar eine 100.000er Leitung, wie es aussieht. Ich habe auch schon den Anschluss soweit beim Telekom angemeldet. Und bevor ich hier weiter rumlaborisiere, würde ich sagen, beenden wir das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch einen ganz guten Einblick machen von der leerstehenden Wohnung, von der Rotur, bevor dann in knapp einer Woche, in etwas mehr als einer Woche, der Umzug vollzogen wird. Und dann geht es auch wieder, oder dann geht es endlich mit dem, ja, mit der Let's Player-Wohnung, mit der YouTuber-Wohnung los. Und wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Der Umzug wird hart. Aber schauen. Na gut, das wär's. Das ist soweit die Endcard. Links und rechts findet ihr meine aktuellsten Videos und auf meinem Nacken könnt ihr diesen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja,